Ich hier wieder mit dem 48. Tutorial und heute gibt es ein Auto. Mir ist nach fast 50 Videos mal aufgefallen, dass ich bis jetzt noch kein gescheites Auto gemacht habe. Bis auf das Benzinauto, obwohl das war kein gescheites Auto, es war zu schwer. Also jetzt kommt auf jeden Fall ein Auto. Ich finde, das muss ich jetzt mindestens einmal gemacht haben, weil sonst ist das uncool. Er sagt, warum verletzt mich diese beschissenen Türen eigentlich dauernd, wenn ich gegenlaufe, Mann, ey. Verdammten Aslaks hier. Schon wieder. Ich suche jetzt eine Tür, die kaputt geht. Und mach die kaputt. Und wenn es ein Schrank ist, wenn ich keine Tür finde, nehme ich einen Schrank. Also wie gesagt, wir machen ein Auto. Tür. Bam. Also den gleichen Fehler mache ich bestimmt nicht nochmal. Ja, weg damit. Also, eine Tür. Ganz vorsichtig. Wir nehmen der Gerät. Okay, das geht auch. Und dann packen wir das so hin. In die Luft. Danach nehmen wir, ich denke mal, irgendwie mit Wire muss da ja auch noch was gehen. Also nehmen wir, was nehmen wir denn? Räder, aber irgendwie nicht Wire-Räder und irgendwie auch nicht normale Räder. Ach, wo sind die Scheißies denn? 6 hours later. Okay, ich habe die Räder gefunden. Dann werde ich mir jetzt mal hier eins raussuchen. Ich nehme am besten ein Rad, was natürlich sich am besten eignet für dieses Experiment. Wie zum Beispiel dieses... ich dachte, das wäre ein bisschen größer. Das war auch zu klein. Ja! Yeah! Au! Destroy! Okay, also... Wir nehmen ein Rad. Ich habe beschlossen, dieses Rad zu nehmen. Einfach, weil es am meisten wie ein Rad aussieht. Außer auf der Rückseite. Fällt mir gerade auf. Ach egal, das wird schon funktionieren. Dann nehmen wir das Access Tool und haben keinen Smart Snap mehr. Klar, Moment. Gern. Hey, okay. Dann packen wir das Rad da dran. Fertig. Das ist ein Auto. Ja, okay, vielleicht noch nicht ganz, aber pack die anderen Räder einfach auch dran. Wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr weitermachen. Und zwar, keine Ahnung, was können wir machen? Ein Sitz zum Beispiel. Wir packen einen Sitz drauf, gehen auf Vehicles, packen da diesen kaputten, alten, gammeligen Scheißsitz drauf. Und zwar genau in die Mitte. Ungefähr so. Ein Advanced Pod Controller packen wir drauf. Dann müssen wir die so mit Rechtsklick verlinken. Dann müssen wir den Thruster nehmen. Den Thruster oder wie der heißt. Und packen den hinten drauf. Oh, wir brauchen natürlich noch Einstellungen. Keine Ahnung, ich nehme einfach mal das, was hier schon steht. Bei mir steht Force Multiplayer 38, Force Minimum minus 500, Force Maximum 500. Wird schon passen. Bringen wir dran. So. Und auch noch ein paar Sachen zum Lenken, wie zum Beispiel hier und da und so. Und rückwärts fahren auch. Nice! Aha! Okay. Jetzt können wir den Kack wiren. Wir nehmen das Wire-Tool zum Wiren und nehmen das Wire-Advanced-Tool zum Wiren. Ah, kommt zu. Also die hintersten Thruster werden alle zu W gewired, offensichtlich. Diese beiden hier werden zu D. Diese beiden hier werden zu D gewired.
und die beiden zu A. zu A. Und der ganze Kack wird zu S gewired. Meine Fresse, ist das Spiel. 2000 years later. So, nachdem wir alles gewired haben, sind wir fertig, glaube ich zumindest. Testen wir das Gerät nochmal. Hui, es fährt extrem langsam und... okay, also vorwärts und rückwärts geht zu weit. Jetzt muss das Ding natürlich noch ein bisschen pimpen, weil es ist kacke. Also zum Beispiel nehmen wir die Thruster und ändern die Einstellung von diesen, die lenken sollen, weil die sind kacke einfach nur. Einfach mal aufklicken, werden sie geupdatet. Wahrscheinlich lenken wir jetzt schneller, als wir vorwärts fahren können. Hui, ich hab recht. Ja, toll. Gut, dann machen wir die halt ein bisschen schwächer, so auf 265 oder was ich da jetzt stehen hab. Unfreezen wäre mal eine Idee. Und wir können lenken. Ja, okay, also ich denke mal, ihr habt mittlerweile verstanden, wie das jetzt funktioniert. Das wird sich bestimmt niemand angucken hier. War doch schon. Gut, ey. Verpiss dich nicht. Gut, der Reifen ist kaputt. Und will nicht mehr funktionieren. Nein, greif mich nicht an. Scheiß Türen hier. Ich fahre das Ding jetzt einfach so. Okay. Gut, so viel zum so viel zum 48. Tutorial und viel Spaß mit euren kaputten Auto, was nicht richtig funktioniert. The reality is here and you have everything to fear. I will say yes each time you say no. Don't underestimate the power of my will. I will say yes, 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 yes.